Nun ist es auch offiziell eröffnet, Pirnas neues internationales Begegnungszentrum. Seit dem 11. Juli gibt es den Treffpunkt für Menschen aus verschiedenen Ländern auf der Langenstraße 38a. Träger des Zentrums ist die Arbeitsgruppe Asylsuchende, ein Verein, der noch viele weitere interkulturelle Projekte in Pirna betreibt. Wir haben aktuell hier die Fahrradwerkstatt auf dem Sonnenstein, dann haben wir das Projekt Kochen über den Tellerrand, was wir in Kooperation mit der Volkshochschule machen. Und dann sind es eher so sporadisch mal eine Buchlesung mit der Stadtbibliothek gemeinsam. Und dann vermitteln wir auch Patinnen und ähnliche Dinge. Aber es fehlte eigentlich irgendwie noch ein Treffort. Und wir hatten vor einem Jahr mal gesagt, ach Mensch, ein internationales Begegnungszentrum wie in Dresden, das wäre es doch. Und gab so Stimmen, naja, Pirna ist nicht Dresden. Aber wir haben gedacht, wir machen das. Das internationale Begegnungszentrum ist von Montag bis Donnerstag für Interessierte geöffnet. Während der Öffnungszeiten kümmert sich Marianne Thum um die Besucher. Die können im internationalen Begegnungszentrum verschiedene Angebote wahrnehmen. Im Moment ist es so als Einstieg, dass es 3 Vormittage montags, mittwochs und donnerstags Deutschkurs gibt. Dieser Deutschkurs ist kostenlos. Dienstagsvormittags gibt es ein Frauenfrühstück oder Frauentreff. Frauen und Kinder treffen sich dort. Es sind natürlich zum großen Teil Frauen aus Flüchtlingsfamilien, aber auch Frauen und Kinder, die schon lange oder schon immer in Pirna wohnen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, also die Integration. Dann ist es so, gibt es noch einen Nachmittagstreff, der ist donnerstags nachmittags für alle, Frauen, Kinder, Männer, das ist völlig egal. Und geplant ist jetzt noch mittwochs nachmittags die Hausaufgabenbetreuung. Die Ferien sind zu Ende und da müssen wir einfach sehen, wie das anläuft, wie sich das entwickelt, wie es angenommen wird. Wer das Begegnungszentrum aufsucht, kann sich aber auch Rechtsbeistand einholen. Und zwar bei Anne Nitschke. Die 30-Jährige ist spezialisiert auf Rechtsberatung und Rechtsbeistand im Migrationsrecht. Es geht vor allem um die Vertretung im Asylverfahren und was kommt danach im Klageverfahren. Und es geht andererseits um Aufenthaltsrecht, also für die Leute, die nicht mehr im Asylverfahren sind oder noch nie waren, die dann um eine Aufenthaltserlaubnis streiten oder sich eine erstreiten wollen oder wie auch immer. Oder wenn irgendjemand eine Aufenthaltserlaubnis wieder entzogen wird, dass man die dann behalten kann zum Beispiel. Das neue internationale Begegnungszentrum erfährt großen Zuspruch. Doch schon nach dem ersten Monat ist klar, der rund 70 Quadratmeter große Raum reicht für die Anzahl der interessierten Kursteilnehmer kaum aus. Und so überlegt der Verein schon kurz nach seinem Einzug, ob ein Umzug von Vorteil wäre, auch wegen der Außenanlagen. Im Garten wäre schön, das sieht man ja heute. Also gerade wenn man so ein Sommerfest oder so am Nachmittag in den Sommermonaten zusammensitzen will. Und für die Kinder, wir haben jetzt gemerkt, bei den Deutschkursen kommen auch viele Kinder mit, dann könnte man mal was im Garten machen und sie wären nicht unbedingt die ihren Eltern schon einiges voraus haben in der Sprache. Und naja, mehr als ein Raum wäre schon gut. Ne? Also wie gesagt, bei den Deutschkursen merken wir es, dass die Interessen natürlich unterschiedlich sind, aber nicht nur die Interessen, die Leute können unterschiedlich gut Deutsch, es sind zum Teil auch Analphabeten dabei, dann kann man die extra nehmen und hätte noch wenigstens einen Raum mehr, wäre schon toll. Zunächst einmal ist man jedoch glücklich, dass man für das internationale Begegnungszentrum in Pirna einen Standort gefunden hat, der von allen so gut angenommen wird.